Im Mythos ist die Welt so erschaffen, dass es Raum gibt für Wunder und Märchen und fantastische Dinge. Wie ist das mit deiner Welt? Die Schöpfung der Welt und die höhere Realität. Bei Joseph Campbell kommt vor der eigentlichen Heldenreise ein Teil der mythologischen Ganzen, der eigentlich gar nicht zur Heldenreise dazugehört, sondern der zuvor passieren muss. Und das ist die Schöpfung der Welt. Wenn wir die Heldenreise betrachten, dann denken wir üblicherweise über die Heldenreise als einen Prozess, der sich durch das ganze Leben oder den wesentlichen Teil des Lebens des Heldens zieht, quasi von Beginn zum Ende. Quasi potenziell von seiner Geburt. Aber wie ich im nächsten Video ein bisschen detaillierter erzählen werde, ist es so, die Geburt, auch wenn da manchmal schon wichtige mythologische Dinge passieren, das ist ja nicht der Moment, wo der junge Held, wo das Kleinkind, das Baby in die Welt geht und Heldentaten tut. Das kommt zwar manchmal auch vor, dass kleine Heldentaten da auch schon passieren, wie zum Beispiel bei der Geschichte von Herakles. Das kommen wir im nächsten Video. Aber im Großen und Ganzen beginnt das eigentliche Ausziehen in die Welt ja erst später. Also werden wir die eigentliche Heldenreise mit der Station 1 beginnen und was davor kommt, was sich um die Kindheit und Jugend oder die Dinge unmittelbar vor der Geburt des Helden herum ereignet, das nennen wir die Station 0, also die Startposition. Aber davor passiert ja auch schon einiges. Davor muss eine ganze Welt, ein ganzes Universum erschaffen werden. Und das Universum, das stellen wir uns häufig unendlich vor. In jedem Fall ein Ort von unendlichen Möglichkeiten. Insofern ist die Zahl unendlich auch angemessen für diese Station davor, die ein ganzes Universum, eine ganze Welt schafft. Da wir aber vor Null sind und da wir das so ein bisschen als so eine Zählreihenfolge auch sehen wollen, nennen wir diese Station minus unendlich, denn wir sind ja vor der Null. Die berühmteste Schöpfungsgeschichte, die du wahrscheinlich kennst, ist die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel, aus dem Buch Genesis. Wenn ich jetzt hier über die Schöpfungsgeschichte der Bibel erzähle, dann gibt es Leute, die sagen, hey, wieso nennst du das eine Geschichte oder wie nennst du das einen Mythos? Das ist doch wirklich so passiert, das steht doch in der Bibel. Und dann gibt es Leute, die sagen, Mensch, ich kann mit der Bibel überhaupt nichts anfangen, für mich ist das Quatsch. Für den Zweck dieses Videos spielt es keine Rolle, ob ihr das eine oder das andere denkt oder ob ihr eine Meinung irgendwo dazwischen habt, weil wir uns sozusagen diese Mythen, diese Geschichten als Metaphern anschauen wollen. Und Metaphern kann man nehmen von etwas, was komplette Fantasie ist, oder wir können auch Metaphern nehmen von etwas, was, sag ich mal, völlig gesicherte Wahrheit ist, was tatsächlich passiert ist. Genauso wie ich aus einem Alltagserlebnis eine Metapher bilden kann oder aus der Theorie des Urknalls, kann ich ebenso gut aus den Mythen vergangener Völker oder eben aus der Schöpfungsgeschichte der Bibel eine Metapher bilden. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob diese Geschichten oder Mythen oder Theorien wahr sind oder nicht. Ich nehme sie einfach als Analogie für etwas. Ich werde später in einem anderen Video etwas über das Konzept der metaphysischen Neutralität erzählen, was meiner Ansicht nach die beste Herangehensweise ist, für einen wissenschaftlich denkenden Philosophen mit solchen Themen umzugehen. Aber das kommt in einem anderen Video und dann werde ich euch das Pro und Contra verschiedener Standpunkte so ein bisschen genauer erzählen. Jetzt geht es aber um das Thema der Heldenreise und für diesen Zweck wollen wir alle Mythen, die wir uns konkret angucken, einfach als Metaphern betrachten, unabhängig davon, ob sie für dich persönlich eine sinnvolle Darstellung von Realität sind oder nicht. Auf der metaphysischen Ebene magst du dies oder jene Haltung haben. Auf der metaphorischen Ebene können wir aus allen diesen Mythen für uns wertvolle Inhalte herausziehen. Genauso wie man aus einem Traum durch Traumdeutung wertvolle Inhalte für sich herausnehmen kann. Deshalb muss der Traum an sich nicht der Wahrheit entsprechen. Genauso gut kann ich aber auch wertvolle Inhalte aus Alltagssituationen, die tatsächlich stattgefunden haben, für mich herausnehmen. Also lasst uns mal anschauen, was so in einem Schöpfungsmythos typischerweise vorkommt. Wie gesagt, der bekannteste Schöpfungsmythos ist die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel, aus dem Buch Genesis. Und die beginnt mit den Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und dieses Thema von Himmel und Erde finden wir immer wieder. Ein ganz typisches Motiv in Mythen ist die Schöpfung und auch die Trennung von Himmel und Erde oder die Trennung vom Trockenen und dem Wasser. All solche Motive finden wir häufig in Mythen. Zum Beispiel in der babylonischen Schöpfungsgeschichte, da haben wir den Urdrachen Tiamat, die Repräsentation des Chaos, des anfänglichen Chaos, und der Held und Gott Marduk besiegt diesen Drachen und teilt den Körper in zwei Teile. Der eine Teil wird der obere, Teil wird zum Himmel, der untere Teil wird zur Erde. Der obere Teil ist An, der Vater des Himmels, und der untere Teil ist Ki, die Mutter der Erde. Und in diesem Bereich dazwischen können die Menschen existieren. In dem ägyptischen Schöpfungsmythos sind die Polaritäten vertauscht. Die Himmelsgöttin Nut ist die Mutter und der Erdgott Geb oder Seb ist der Vater. Ja, Seb, ich weiß, das klingt komisch, aber das hatte im alten Ägypten eine andere Bedeutung. Am Anfang der Mythologie steht üblicherweise die Erschaffung eines Raumes, in dem wir existieren können. Aus dem scheinbaren Nichts wird das Weltenei der Schöpfung erschaffen. Das nächste, was passieren muss, ist, dass dieser Raum, der geschaffen wurde, angefüllt wird mit Jahreszeiten, mit den Bedingungen, den Umweltbedingungen, dass da jemand leben kann, und auch mit einer Struktur, mit einer Ordnung versehen wird, wie Tag und Nacht, wie die Gezeiten und so weiter und so fort. Die Gesetze, die höhere Ordnung. Und schließlich muss dieser Raum mit Menschen gefüllt werden. Das heißt, wir müssen von kosmischen Ereignissen zu den menschlichen Ereignissen einen Übergang finden. Und das ist üblicherweise der Moment, wo die Menschheit geschaffen wird. Und vielleicht wird die Menschheit auch schon mit einer Aufgabe oder mit einem Segen ausgestattet, die schließlich zu den Ereignissen der besonderen Helden führen. Wie zum Beispiel in der griechischen Mythologie, da ist am Ende der Schöpfung die Situation, die das Prometheus sich quasi für die Menschheit opfert. Und der größte unter den menschlichen Helden, Herakles, hat schließlich die Aufgabe, ihn zu befreien und damit sozusagen die Rechnung zu begleichen. Und damit ist auch gleich schon eine Motivation für den Heldenweg mit angelegt. Das Piktogramm, das wir verwenden, um diese Station zu symbolisieren, hat die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft außenrum, und im Zentrum ist der Äther, der das ureigentlichste Urelement in vielen Kulturen ist, und insbesondere in der aristotelischen Denkweise ist es das, wo die Sterne sich drin befinden, deshalb auch mit einem Stern, das höchste, das ewigliche Element, die Quintessenz aller Elemente. Und weil das Symbol der vier Elemente oder der fünf Elemente etwas ist, was wir in ganz vielen Kulturen finden, darum ist es ein passendes Symbol für diese Station, für die kosmische Ordnung, für die Erschaffung der Welt. Wir hatten eingangs gesagt, dass wir uns die Heldenreise so ein bisschen so als einen linearen Prozess vorstellen, aber Joseph Campbell hat gesagt, dass er sich das eigentlich eher mehr als einen Kreis vorstellt. Und viele Dinge im Leben, in der Welt, verlaufen zyklisch und wir stellen sie uns als Kreise vor, aber eigentlich sind es gar keine Kreise. Eigentlich sind es eher Spiralen. Wenn wir zum Beispiel mal uns vorstellen, den Jahreskreislauf, wir haben Frühling, wir haben Sommer, wir haben Herbst, wir haben Winter und ein neuer Frühling. Aber nicht derselbe Frühling, sondern ein neuer Frühling. Das heißt, wir sind eigentlich in einer Spirale sozusagen eine Umdrehung weiter. Und genau genommen ist es sogar so, dass wir neben dieser großen Spirale auch immer wieder kleine Spiralen haben. So zum Beispiel beim Jahreskreislauf, da haben wir auch den Kreislauf von Tag und Nacht. Und der findet viele Male im Laufe des Jahres statt. Ich stelle mir das wie folgt vor. So ein bisschen wie so ein Kabel hier, das eine Verbindung von einem zu einem anderen Punkt hat, so ähnlich wie die Heldenreise von Anfang zu Ende. Und ich kann mir diese Struktur natürlich als einen Kreis vorstellen, indem ich Anfang und Ende zusammentue. Oder so zusammenstecke. Aber eigentlich ist die Vorstellung einer Spirale sehr viel passender. Ich kann das hier also aufrollen und es mir quasi als eine Spirale vorstellen.
Und genauso wie ich die große Spirale und die kleinen Spiralen habe, kann ich die Heldenreise in einem großen Kontext für das gesamte Universum oder für mein ganzes Leben anwenden. Ich kann die Heldenreise aber auch für einen kleineren Kontext, für ein spezifisches Projekt anwenden. Und wenn ich die Heldenreise für ein solches Projekt in meinem Leben anwende, dann ist das äquivalent für die Metapher des Erschaffens des Universums, das Erschaffen eines generativen Raumes oder Feldes oder das Öffnen eines generativen Raumes oder Feldes, in dem Erfolg möglich ist. Und des Anfüllens dieses Raumes mit einer positiven Vision. Stell dir beispielsweise mal vor, du möchtest in einer Firma, in der du arbeitest, ein neues innovatives Projekt durchführen, aber da sind nur so alte Socken, die irgendwie, sag ich mal, keine neuen Ideen zulassen wollen. Dann besteht gar nicht der Raum, dann besteht gar nicht das Feld, dass du so etwas tun kannst. Das heißt, du brauchst zuerst mal jemanden, der dieses Feld erschafft. Entweder musst du das selber tun oder jemand mit der entsprechenden Autorität muss sagen, hey, wir machen jetzt hier eine Arbeitsgruppe, wir machen jetzt hier einen Raum, ein Feld, in dem solche Innovationen überhaupt erstmal möglich sind. Und wenn das nicht passiert, dann ist alles Weitere daran irgendwie so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Dann musst du entweder die Firma verlassen und das woanders machen oder irgendwie einen anderen Weg finden oder eben selber diesen Raum erschaffen. Und dasselbe gilt zum Beispiel in seinem Privatleben. Wenn wir ein wunderbares, erfüllendes Liebesleben haben wollen, dann müssen wir zuerst einmal eine entsprechende Atmosphäre, einen Raum im metaphorischen Sinne, ein Feld, eine Interaktion, eine Beziehung mit jemandem aufbauen, in der dieses wunderbare Liebesleben stattfinden kann. Wenn zwei Menschen nicht das Gefühl haben, dass die entsprechende Atmosphäre da ist, um ein wunderbares, fantastisches Liebesleben zu erleben, dann wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Das heißt, egal was du machst, zuerst einmal muss dieser Raum erschaffen werden, in dem es möglich ist. Und das nächste, was dann passieren muss, ist, dass man gewisse Grundregeln etabliert, gewisse Rahmenbedingungen und auch Ressourcen zur Verfügung stellt in diesem Raum, die man braucht, um eben das zu erleben, was man erleben will. Ja, ich weiß, du denkst jetzt an dein Liebesleben und den Spielraum, den du dir dafür, den Playroom, den du dir dafür einrichten willst. Davon habe ich nicht speziell geredet. Das ist mehr deine Fantasie. Und schließlich musst du natürlich diesen Raum betreten und die Leute, die du darin haben willst, in diesen Raum einladen. Und in diesem Sinne möchte ich dich einladen, vielleicht unsere Online-Plattform mal zu besuchen. Dort wollen wir eine Gemeinschaft aufbauen von Menschen, die gleichgesinnt sind, die sich interessieren für Themen wie die Heldenreise, für Persönlichkeitsentwicklung, für Coaching, für alles, was man gemeinsam machen kann, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir wollen dort ganz viele weitere Ressourcen zur Verfügung stellen. Also schau einfach mal vorbei in diesen generativen Raum, diesen generativen Ort, diese generative Plattform, die wir dort zur Verfügung stellen. Vielen Dank fürs Schauen und wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht zu liken und damit du auf dem Laufenden bleibst, abonniere unseren Kanal, falls du das nicht getan hast. Also hoffentlich bis bald im nächsten Video. Ciao.